So, herzlich willkommen zu Part 6, meine Damen und Herren. Au, oh, kann mich nicht bewegen. Ey, Dodo, wo kommst du denn her, Alter? Hast du dich hingezaubert oder was? Alter. Dodo. Mein Sitzer Dodo rein. Schau mal, Tante, ein Junge ist bei mir gefallen. Tatsächlich, ein Vogel ist auch dabei. Ja. Kiki! Bogart, wie geht's dir? Ich wurde aus dem Schiff geworfen, aber Sarah rettete mich. Schön, dich wiederzusehen. Ich schaffe es nicht. Ich kann nicht. Ich werde niemals ein Gemma-Ritter werden. Komm schon, halte durch. Nein! Was ist das überhaupt? Gemma. Aber warum muss gerade ich es sein? Kiki, du... Mach du es, du bist der wahre Gemma-Ritter. Red nicht. Raus! Er wollte nicht, dass du es erfährst, aber seit dem Schluss kann er sich nicht bewegen. Er war sehr besorgt, als er von den Angriff hörte. Aber er sprach immer wieder von einem Jungen. Einem Jungen namens Kiki, der uns alle retten wird. Ich glaubte ihm nicht, aber als ich dich sah, sogar der Dodo fühlte, du bist die letzte Hoffnung. Durch Burgergat und dem Vogel glauben wir alle an dich. Du allein wirst unsere Welt retten. Der Dodo wird in Dr. Bobovs Haus behandelt. Ja. Es interessiert mich momentan der Dodo. Mich interessiert momentan was anderes. Wie krieg ich neue Ausrüstung? Flammenpeitsche brauche ich. Ja, wie krieg ich denn bitte schön neue Ausrüstung her? Ich könnte jetzt natürlich cheaten, aber nee. Warum sollte ich das tun? Das wäre ja mitten in einem Display Sheet, ne? Ja. Die Schreitachse will ich garantiert nicht verkaufen. Brauche aber die Flammenpeitsche. Puh, alles ist erledigt. Hast du seine verwundeten Beine habe ich behandelt. Nun kann er über das Wasser laufen. Ich habe ihn Robododo getauft. Wie findest du das? Oh, du. Wir vertrauen auf dich. Sprich mir den Bog ab, bevor du diese Stadt verlässt. Ja. Dann machen wir das mal. Dann reden wir mal mit Bogart. Ich wusste, du würdest es tun. Hör gut zu, ab jetzt wird es gefährlich. Julius hat bereits die Macht des Mana. Nur der Ritter mit der legendären Schwert kann ihn bezwingen. Legend Excalibur? Genau. Dieses Schwert vertrieb auch das Böse aus Fandol. Du, wo ist dieses Schwert jetzt? Irgendwo in dieser Welt. Geh nach Wendel und frage Ziba, er weiß mehr. Frage Dr. Bobau, wie du dorthin gelangst. Ja. Das werde ich garantiert nicht jetzt tun. Ach, genau, Morgenstern. Nimmst du deinen Dodo mit? Jo, Dodo. Ohne mein Dodo, du kannst doch nicht mehr leben, ey. Alter. Schmarrt gefunden, hier kann ich verkaufen, krieg ich ein bisschen Geld. Yeah. Da dam da 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 da
Was haben wir denn hier? Genau, das gehen wir mal rein. Mal gucken, was wir hier haben. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Nö. Er kann mir nicht helfen, zumindest momentan nicht. Das Silberschwert verkaufe ich nicht. Obwohl, das Kraftschwert kann ich verkaufen, weil das brauche ich ja nicht mehr. Habe ich ja nur gebraucht, um gegen das Lord zu kämpfen. Obwohl, das Silberschwert kann ich in dem Sinne verkaufen, dass ich bald ein neues Schwert kriege. Das Kraftschwert kann ich eigentlich auch verkaufen. Brauche ich nur noch. Und die Streitaxt, die verkaufe ich nicht. Yeah! Geschafft. Hey, ich bin gut. Ja. Ich brauche nur die Flammenpeitsche. Lalalala. Obwohl, die Streitaxt kann ich eigentlich auch gut verkaufen. Kriege ja bei der Zeusaxt. Müsste ich eigentlich kriegen. Dam, da da dam, dam, da da dam, dam, da dam. Komm ab, du scheiß Minusfeuer. Da 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 dam, da da dam, dam, da dam. Erstmal speichern. Ja, sehr gut. Brauche ich nur noch gleich das Flammenschild. Dam, da, dam, dam, da, da, dam, dam, da, dam. Flammenpeitsche, ha! Du kannst nicht über Wasser laufen. Aber Dr. Babau kann dir da vielleicht helfen. Er wohnt eh in einem Haus dort drüben. Was Maul. Wo sagt die? Die Menschen von Fandor konnten auf Wüsten sein bauen. Sie errichteten den dunklen Turm. Aber er versank. Julia beschwor die Monster. Ist es sicher hier? Ja. Nimmst du dein Dodo mit? Jo, Dodo. Dodo! Dodi! Guter Dodo. Da 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 dam dam da da dam dam da dam. Ui, Monsterchen. Da 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 dam da 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 dam dam da dam. Ah, okay. Dam da da dam da 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 dam dam. Ja. Yeah. Okay, komm, wir testen halt mein Morgenstern. Ha. Yeah. Ah, Morgenstern. Haha. Morgenstern ist gut, ha. Ah. Geht kaputt. Danke. Hab ich überhaupt noch die Streitaxt? Ja, yeah, hab ich sogar noch. Ja. Yeah. Dachte, hätte ich verkauft. Nö, ja, hab ich noch. Okay, Opfer. Flammenpeitsche. Ich hab schon mir nur einen Nebensender gehabt, das ist auch nicht schlecht. Da vorne ist es zu ist es zu kalt für dich. Warte hier. Ja, dann. Boah. Da 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 dum da 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 dum dum da dum. Uah, ein Schneemann. Schneemann! Hallo Schneemann! Hallo Schneemann! Ja, toter Schneemann. Hallo! Keine Ahnung, Eismann.
Nächster Level, nimm zum Magiepunkte hier. Wille. Yep. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Deswegen nehme ich auch Wille. So, ah. Haha. Ich bin der Kiki-Nutzmann-Reins mit der Flammenpeitsche. Ah, fürchte mich. So weiter. Eismann, 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 Eismann. Tollen. Okay, ah. Ja. Hey, das ist eine Höhle. Sollte ich reingehen? Ich weiß nicht. Okay, ich gehe rein. Was macht die Ziege denn da? Tot. Ja, weiter. Ja. Neue Monster, neue Herausforderung. Oder wie das so schön heißt. Neue Gegner, neue Monster, neue Herausforderung, neues Arsch, neue Arschlöcher. Ja. Oh, weiter. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Ui, total schweres Rätsel. Total schwer. Kriege es mit der Angst zu tun. So. Ui, total schweres Monster. Oh, mit dem Schwert. Oh. Ich zieh das schon. Ah. Scheiße, mir ist übel. Verschlossen, ja, ja, die ist klar, Leute. Dann nehmen wir mal den Schlüssel in die Hand und hauen der Flie der Tiger einen auf die Fresse. Ziege, 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 Ziege. Ziege. Ja. Mal gucken, was wir hier haben. Ein Einsmann. Und eine Treppe. Gut. Gehen wir mal da hoch. Ja. What the fuck is this? Ey, stirb. Komm mir nicht so nah, Freundchen. Stirb. 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 Ne weitere Treppe. Treppe, ja. 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 So. Das war die falsche Richtung. Mal gucken, was passiert beim Runtergehen. Ach, egal. Ich bin Geist des... so wurde es ist. Toll, ist dann übernehmen, wenn uns Magiepunkte erhöht. Hier. Kraft. Ah. Ich wette mit euch. Du Nutte! Egal. Verpiss dich mal bitte, danke. Ich wette mit euch, hier oben ist wieder irgendwas. Oh, eine Treppe. Gehen wir mal da hoch. Oh. What the fuck? Yeah! Toll, was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Gut. Geil. Auch nicht schlecht. Wow. What the fuck? Oh.
Ole, 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 diese Picker sind tot. Ole. Alter. Elixier gefunden. Oh, das ist schön. Dankeschön. Da freut sich doch der Kiki nur 2, 3. 2, 3, 1. Du Nutte! So, oh, ich hab das vorhin schon wieder gesagt, weil ich nicht sagen wollte. Ah, oh, toll, fick dich doch. Kugel des Schlafs gefunden. Kugel des Schlafs gefunden. Ey, was macht diese Kugel des Schlafs eigentlich? Ihr wollt spielen, ihr wollt spielen. Ich will aber nicht mit euch spielen. Oh, war knapp verschlossen. Schlüssel. Ah. Wer weiß, wie viele Punkte die mir abziehen? Okay. Okay. Ach, so viele Punkte ziehen sie mir jetzt wohl nicht ab. So, und wie es mit der Höhle weitergeht, erfahrt ihr in den nächsten paar Pommes-Stickers. Tschüss!